Ja, willkommen zum nächsten Produktvideo von sonnengängershop.de. Heute mal ein Vergleichstest von verschiedenen Spulen. Dafür benutzen wir den Garrett 400i. Und als Spulen haben wir einmal vorbereitet die Coarse Canon. Dann haben wir einmal die Coarse Strike für Garrett. Und als allerletztes haben wir die neue Karma Spule für Garrett. Hier ist schon der Ace 400i aufgebaut und dann haben wir ein paar Funde auch vorbereitet, und zwar haben wir einmal eine Goldmünze, dann haben wir einmal eine kleine Silbermünze, dann haben wir zwei größere Silbermünzen und dann haben wir einmal noch eine Erkennungsmarke. Ja, jetzt zeige ich euch mal kurz die Einstellungen. Und zwar laufen wir im Zero Disc. Ja, nichts ist ausgeblendet, Sensitivität ist komplett oben. Und ja, so führen wir den Test dann durch. Ja, dann fangen wir mal am besten mit der Standardspule an, die beim 400i dabei ist. Anfangen tun wir im kleinsten Objekt, der Silbermünze. Liegt ungefähr bei 26 cm. Als nächstes haben wir eine Goldmünze. Liegt so zwischen 27 und 28 cm. Ja, dann haben wir 5 Mark Silber. Liegt bei 34 cm. Dann haben wir 2 Reichsmark Silber. Liegt bei 29 cm. Und als letztes haben wir eine Erkennungsmarke. Die liegt bei 44 cm. Ja, jetzt kommen wir zur nächsten Spule. Jetzt haben wir die Canon von Coarse drauf, natürlich die gleichen Einstellungen und natürlich ein Reset durchgeführt. Dann fangen wir wie bei der letzten Spule mit der kleinsten Münze an, die Silbermünze. Die liegt bei 26 cm. Dann haben wir wieder die Goldmünze. Liegt bei 31 cm. Dann haben wir wieder 5 Mark Silber. Die liegt so zwischen 37 und 38 cm. Dann haben wir wieder 2 Reichsmark Silber. Die liegt auch bei 31 cm, so wie die Goldmünze. Und als letztes haben wir wieder die Erkennungsmarke. Die liegt so zwischen 46 und 47 cm. Ja, als nächste Spule haben wir die Coarse Strike. Fangen wieder an mit der kleinen Silbermünze. So bei 30 cm.
Haben wir wieder die Goldmünze. Die liegt so bei 33 cm. Haben wir 5 Mark. Liegt bei 38 cm. Dann haben wir die 2 Reichsmark. Liegt bei 35 cm. Und die Erkennungsmarke. Die liegt bei 49 cm. Ja, als letzte Spule haben wir die Karma-Spule für Garrett. Und natürlich am Anfang wieder die kleine silberne. Die liegt bei 23 cm. Dann haben wir die Goldmünze. Die liegt so bei 29 cm. Dann haben wir 5 Mark. Liegt bei 34 cm. Dann haben wir 2 Reichsmark. Liegt bei 31 cm. Und zu guter Letzt die Erkennungsmarke. Die liegt zwischen 46 und 47 cm. Ja. Das war unser kleines Testvideo. Fazit dazu, ihr konntet ja sehen, die Spulen bringen etwas mehr Tiefe als zur Standardspule und natürlich ganz wichtig auch die Flächenabdeckung. Ja, alle Spulen sind natürlich auch bei uns im Shop vorhanden. Die Links packen wir euch unten in die Videobeschreibung rein und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Macht's gut!